Herzlich willkommen, Edward. Dankeschön. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Und das Thema Jenseits, die Liebe zum Leben und das Thema, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Teil des Lebens, diese liebevolle Lebensphilosophie, sie verbindet ja uns schon seit Jahren. Wir haben uns ja auch unter anderem durch mein Buch Jenseitige Welten kennengelernt. Ja. Ich liebe dein Buch, das Buch vom Abschied. Und nun steht wieder ein neues, gesegnetes Projekt, Engel sind überall an. Und ich bin von deiner und das aller Hospizarbeit sehr begeistert. Ich fühle mich von euren Erfahrungen, von euren Berichten sehr inspiriert, obwohl ich selber schon ja, einige Nahtoderfahrungen erlebt habe und dieses Thema für mich zum Leben einfach dazugehört. Und ich bewundere gerade die Stärke der Hospizler, ihre Zeit anderen, gerade bedürftigen Menschen zu schenken, im Mitgefühl wirklich über allem zu stehen. Und für mich ist das der Ausdruck von göttlicher Liebe schlechthin. Und ich frage mich immer, wo nehmt ihr diese Kraft her? Wo kommen diese wunderbare, mutige, liebevollen Werte her, diese Motivation und diese Kraft und Begeisterung? Wie bist du eigentlich zu dieser heiligen Hospizarbeit gekommen? Weil die Nächstenhilfe, die Nächstenliebe ist für mich ein heiliger Dienst. Ich habe mir darüber schon viele Gedanken gemacht. Das hängt, denke ich, viel mit einem liebevollen Elternhaus zusammen. Ich habe es nie anders erlebt als Kind, als Jugendlicher. Unsere Mutter hat uns immer weggeschickt, jemanden, obwohl wir auch wenig hatten, in den 50er Jahren aus dem Garten noch etwas zu bringen, die noch weniger hatten. Und das ist ein Geist, glaube ich, wenn du mit dem aufgewachsen bist, dann der hat mich mein Leben lang begleitet. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, so bin ich auch aufgrund dieser Tatsachen vor 20 Jahren in der Hospizarbeit gelandet, sozusagen, und habe mich da ausbilden lassen als einer der ersten in Balingen, als die Gruppe sich gegründet hat. Und im Laufe der Jahre ist diese Zusammenarbeit mit ganz vielen Ehrenamtlichen, mit hauptamtlichen Kräften immer und stetig besser geworden. Und auch, um auf deine Frage zu antworten, wo nehmen die Hospizler dann ihre Kraft her, so sprechen die unisono immer, sie kriegen viel. Und daraus schöpft man dann die Kraft. Also wenn man sich überlegt, wie manche Sterbende, bei denen wir am Bett sitzen, uns noch Kraft und ihren Familien, die da bleiben müssen, noch Kraft geben und Zuversicht, dann ist das, da fahre ich oft nach Hause und denke, ich wollte eigentlich Kraft spenden und habe selber viel Kraft bekommen. Ich finde das sehr interessant, das bei euch auch mal gelesen zu haben, dass die Sterbenden weniger das bereuen, was sie getan haben, sondern vielmehr, was sie nicht getan haben. Das heißt, gerade in dieser Lebensphase, wo man einerseits die Endlichkeit begreift und sich auf das Wesentliche konzentriert und sich nicht mehr von unwesentlichen Dingen ablenken lässt, und gleichzeitig die Unendlichkeit, die Liebe, das Licht Gottes für einen nochmal so erlebbarer wird, wie in diesem Zulassen und Loslassen. Gerade in dieser liebevollen Lebensphilosophie der Gegenwart begreift man wirklich durch den Tod, gerade durch den Tod, worum es im Leben eigentlich geht. Und deshalb bin ich auch so dankbar dem Leben gegenüber für alle Möglichkeiten, die sich mir bieten. Und du bist für mich auch so ein
ganz besonderer Mensch auf dieser Erde. Sobald du eine Idee für die Nächstenhilfe, für Inspiration und Trost hast und dich dazu beitragen kann, bin ich immer Feuer und Flamme. Und die Botschaften für dieses Engelbüchlein, für die Engelausstellung, die ich schreiben durfte, war mir eine große Ehre, große Freude. Ich freue mich sehr auf diese Engelausstellung, auf all die Menschen mit ihren Engeln, die da hinkommen, auf all die Kinder wie auch Erwachsene, die aus voller Herzensfreude dabei waren. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, wenn man sieht, dass je mehr man sich mit Liebe, mit Gott, mit Engeln, mit liebevollen Werten auseinandersetzt, umso mehr erlebt man, dass man mit allem verbunden ist. Groß und klein, Kinder, die Engelbilder gemalt haben, und große Erwachsene, die Engelbilder gemalt haben, eben berufliche Künstler, wie auch Laien, Menschen, die voller Herzbereitschaft da sind, die sich von diesem Thema Jenseitigkeit, Vergänglichkeit, auch Verlust und Trauer nicht abschrecken lassen, weil sie wissen, Mensch, das gehört zum Leben dazu, genauso wie Freude und Begeisterungsfähigkeit, und sich diesem Thema stellen. Und das, was du für die Menschen machst mit deinen Ideen, die sicher auch von oben dir zufallen und auch von oben unterstützt werden, sonst könnten sie ja gar nicht realisiert werden ohne himmlische Hilfe. Das ist für mich auch, wenn du vollziehst, der Dienst am Nächsten, die Liebe am Nächsten. Und ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass man immer mehr diese Verbundenheit erlebt durch Interesse am Leben, durch gegenseitiges Interesse an Menschen. Und vor allem, man lernt auch so interessante Persönlichkeiten, kleine wie auch große, kennen. Und man merkt, egal aus welchem auch Berufsleben die Menschen kommen, der Tod macht uns alle gleich, wie auch die Liebe. Und dass man, wenn es um die liebevollen Werte geht im Leben, dass man wirklich keine Abgrenzung und Abstand voneinander hat, keine Bewertung da ist, sondern in Liebe Gottes sind wir wirklich alle eine Einheit, alle unter einem und demselben Himmel. Und ja, ich beobachte auch, dass die Liebe verbindet uns, Angst trennt uns. Und ich finde auch sehr schön die Berichte im Buch, das Buch vom Abschied von prominenten Menschen unter anderem, die sich diesen Werten wirklich auch stellen und ganz ehrlich und aufrichtig ihre Gedanken mitteilen. Ja. Auch diese verwundbare Seite in ihnen. Denn das ist ja wirklich der größte Mut. Ja. Und dadurch entsteht ja auch die Vollkommenheit und auch der Blick in die göttliche Gnade. Da kann man, finde ich, gerade aus diesem Buch vom Abschied sehr, sehr viel lernen. Welcher ist eigentlich dein Lieblingsartikel, der dir so besonders vielleicht die Hospizarbeit vergegenwärtigt hat oder dich berührt hat? Also da gibt es natürlich mehrere. Am meisten hat mich eigentlich beeindruckt die Dinge, die gar nicht geschrieben wurden, sondern die mir mitgeteilt wurden, lieber Herr Maas, aus dem und dem Grund kann ich an Ihrem Projekt nicht teilnehmen. Und diese Begründungen und das, was da mir mitgeteilt wurde, das fand ich einfach mutig, in zigfacher Ausfertigung so ehrlich zu sein, als Prominenter zu sagen, gut, das bleibt ja logischerweise bei mir drin, wir haben es ja mit der Schweigepflicht ganz besonders, aber viele Dinge, die einem so mitgeteilt werden, die muss man einfach namentlich für sich behalten, inhaltlich kann man die ja besprechen. Während wir jetzt reden, ist mir eingefallen, gestern wurde ich noch zu einem Mann gerufen, der in einem Altersheim bei uns in der Nähe wohnt. Und der ist Jahrgang 1911,
Also er hat das biblische Alter von 102. Mhm. Und wenn man in seinem Zimmer ist, dann fallen einem zwei Dinge auf. Er hat zwei Kreuze an der Wand hängen, die Familie hängt an der Wand und zwei Engelbilder hängen an der Wand. Aha. Und es ist ein Vogelkäfig drin, eine Voliere, und da sitzt ein Wellensittich, der heißt Graf Bobby. Und der Mann hat dann gestern drei Dinge zu mir gesagt, die dazu passen, finde ich. Hätte ich mir doch für dieses oder jenes nur mehr Zeit genommen. Mhm. Das ist mit der meistgesprochene Satz und daraus ziehe ich ganz große Lehren für mich selber. Das Zweite, er hat gesagt, der Graf Bobby, also der Wellensittich, ist erst 10 Jahre alt und muss schon im Altersheim wohnen. Und das Dritte, und das ist dieses ehrliche, aufrichtige, was oftmals beschrieben wird, und da schlage ich wieder den Kreis zum Buch zurück, zum Pater Anselm Grün, der mir viel über die Trauer und die Bewältigung mitgegeben hat. Der Herr gestern mit seinen 102 Jahren hat nach einer halben Stunde seine Hand auf meine Hand gelegt. Also der ist noch topfit und spricht mit mir. Etwas undeutlich, aber ist egal. Und da hat dann zu mir gesagt, Herr Maas, ich möchte jetzt meine Ruhe haben. Und das finde ich so ehrlich, das findest du ja sonst in der Gesellschaft kaum mehr, dass jemand offen und ehrlich zu dir sagt, ich möchte jetzt meine Ruhe haben und wir machen dann miteinander aus, wann ich oder jemand von unseren Ehrenamtlichen wieder zu ihm kommt und ihn besucht, wenn es ihm recht ist. Und das sind so Erkenntnisse, aus da lernt man draus. Und das nehmen wir mit, das merke ich auch in den Gesprächen. Wir tauschen uns ja aus, wir sind nahezu 60 Ehrenamtliche in Balingen. Wir tauschen uns aus und sprechen miteinander. Und diese von mir beschriebenen Dinge, die sind fast immer gleich. Das heißt, am Sterbebett macht man sich nichts mehr vor? Ja. Man ist ehrlich, durch und durch, da zeigt sich das Licht der Seele. Ja. Weißt du, mir fallen zwei Gedanken auch dazu ein. Zwei tröstende Gedanken. Das eine ist, das Thema Tod hat ja sehr viel auch mit Verlust zu tun. Und das macht den Menschen Angst. Doch das Thema auszublenden nützt ja nichts, weil das gehört zum Leben dazu und holt ja einen früher oder später auf. Und da ist es ja schon viel klüger und weiser vorbereitet, emotional, mental, in seinen Werten und Selbstvertrauen und Vertrauen zum Gott gerüstet zu sein. Und ich beobachte in den Seminaren jenseitige Welten von mir immer, dass die Frage die Menschen beschäftigt, weniger, oh mein Gott, ich habe verloren, jetzt bin ich einsam, sondern vielmehr, was kann ich danach tun? Die Menschen, die mutig sind, sie orientieren sich immer mehr auch nach vorne, in die Zukunft. Und die fragen wirklich ja, was geschieht denn nach dem physischen Tod? Wie wird die Seele auch in Gottes Licht versorgt? Was kann ich als Hinterbliebene in meinen Gebeten, Segnungen auch tun, dass ich eine andere Beziehung zu meinem Verstorbenen entwickle und damit wirklich die Vergangenheit abschließen kann und eine neue, liebevolle Basis in Freiheit und Mitgefühl gestalten kann? Und ich finde diese Lebenseinstellung sehr, sehr klug, sehr, sehr weise und sehr, sehr mutig. Ja. Eigentlich müsste jeder Mensch die Weisheit und die Muße haben, dieses Bewusstsein und Wertschätzung für die Zeit, die man hat, wirklich jeden Tag in seinen Alltag zu integrieren und die Dankbarkeit dafür, was man hat, jeden Tag in seine Wertesysteme integrieren und eben das Leben jeden Tag
Und auch seine Familienmitglieder und Freunde, das Umfeld nicht so selbstverständlich zu nehmen und nicht zu denken, jetzt besitze ich die selbstverständlich und ups, plötzlich sind die weg, wo war da der Gott, wie konnte er das zulassen, sondern raus aus dem Kampf um Besitztum und hinein in den Segen, ins Vertrauen und in dieses Bewusstsein, der Tod ist nur ein Übergang in ein anderes Bewusstsein und in Liebe bleiben wir verbunden und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, tröstende Weisheit auch im Herzen zu haben, um diese Trauern auch überwinden zu dürfen. Denn Freude und Liebe ist ja der Schlüssel zu der lichtvollen geistigen Welt. Und der zweite Gedanke, der mir dazu einfällt, ist, viele Menschen sind in so einer Opferhaltung und denken, okay, Tod wird mich eher eilen und da kann ich nichts tun. Doch ich habe beim Buch Seelenplan von den Engeln durch und durch sehen können, dass nicht mal der Tod absolut hundertprozentig, sprich der Zeitpunkt und das Umfeld, im Seelenplan feststehen kann, sondern es heißt ja auch, du stirbst so, wie du gelebt hast, oftmals. Das bedeutet, es ist auch eine Sache der Resonanz. Wie nutze ich mein Leben? Wie gestalte ich mein Leben? Wie wertvoll gehe ich mit meinem Leben um? Wie friedvoll und friedfertig lebe ich vom Herzen? Und dementsprechend entstehen ja auch Zusammenhänge. Und ich habe schon so oft Menschen, die dem Tod geweiht waren, durch Krankheiten erlebt, dass sie aufstampfen konnten, etwas in ihrem Leben begreifen. Ihre Seele konnte deutlich spüren, wofür es sich zu leben lohnt und eine Wegkorrektur, indem sie sich sozusagen um 180 Grad gedreht haben, in ihrem Inneren gereift sind, sich noch mehr angenommen haben, somit auch ihren Weg gewandelt haben. Und so war dieses Thema Vergänglichkeit für sie eher ein Aufwachmoment, ein Schlüsselerlebnis. Und das, was mich die Engel durch meine Nahtoderfahrungen durch und durch gelehrt haben, und das ist immer meine Absicht, wenn ich über das Thema Jenseits und Seelenplan spreche, verwandle, verliere die Angst vor dem Tod. Denn dann verlierst du auch die bewusste wie auch unbewusste Angst vor dem Leben. In Liebe zu leben bedeutet ja, das Leben mit all seinen Facetten aufzunehmen. Und Gottes Plan als Allliebe und den Seelenplan als den Weg dorthin und das Schicksal als den Wegweisen, wirklich aus Eigenverantwortung, aus Selbstüberwindung und aus innerer Reife heraus auch wirklich zu begreifen. Und aus dieser liebevollen und weisen, klugen Lebensperspektive finde ich persönlich aus dieser lichtvollen, spirituellen Sicht das Leben als sehr, sehr spannend und freue mich sehr über die Weisheit, die mir entgegengebracht wird von Menschen mit anderer Erfahrung, wie eben ihr Hospizler, die mit Leib und Seele durch und durch dabei seid. Und das ist für mich wirklich auch unter anderem der größte Dienst am Menschen. Da zu sein, wenn man gebraucht wird. Das, darin widerspiegeln sich ja die wichtigsten Werte. Dieses gemeinsame Projekt von uns, das wir seit über einem Jahr verfolgen, mit dem Titel Engel sind überall, dass wir am 30.11. mit einer Vernissage und Ausstellungseröffnung im Haus am Stettberg, einem großen Alten- und Pflegeheim der Evangelischen Heimstiftung in Balingen, eröffnen werden gemeinsam. Die Vorbereitung und das, was da gelaufen ist, da muss ich sagen, es hat mich gewundert und gefreut gleichermaßen. Weil sich so viele unterschiedlichen Alters, wie du es vorhin beschrieben hast, Kranke, Gesunde, ganz kleine, Dreijährige bis 93-Jährige. So haben wir über 150 Exponate mit Geschichten
zu Engeln zurückbekommen. Ich hätte 1000 bekommen können, wenn ich gewollt hätte, und nur aus Balingen. Da kommt jetzt mein, wo ich sage, da habe ich mich gewundert und gefreut, weil offensichtlich sind die bei dem 102-Jährigen, wo zwei Engelbilder an der Wand hängen, im Übrigen über meinem Bett hängt noch mein Schutzengel aus Kindertagen, es gibt mehr Engel, als wir glauben, landläufig. Und das ist eine schöne Erkenntnis aus diesem Projekt. Und da freue ich mich sehr, dass du das begleiten tust und dass du dann auch zur Ausstellungseröffnung zu uns kommst. Und ich freue mich erst darauf, auf diese. Das ist ein Erlebnis, wenn so viel Liebe zusammenkommt. Ich habe im Buch, das Buch vom Abschied, mehrere Lieblingskapitel. Ja, und, und ich finde, in dem Kapitel von Anselm Grün, da hat er aus diesen christlichen Werten heraus unsere Aufgabe der Liebe eigentlich gut auf den Nenner gebracht. Kannst du das bitte vorlesen? Sehr gern. Wenn es einem Menschen schlecht geht, wenn er beispielsweise über den Verlust eines lieben Menschen trauert, dann braucht er Trost. Doch trösten will gelernt sein. Wer uns dann nur vertröstet, gegenüber dem werden wir aggressiv. Was heißt trösten? Gehen wir vom Wort aus. Das deutsche Wort Trost hat mit Festigkeit zu tun. Und es ist verwandt mit Treue und Trauen. Wer mich mit billigen Trostworten abspeist, hilft mir nicht weiter. Trost spendet nur der, der mir wieder Halt gibt in meiner Haltlosigkeit. Das heißt aber auch, dass er zu mir steht, dass er es bei mir aushält und sich von meiner Not nicht umwerfen lässt. Sehr kluge, weise Wörter. Mögen wir nach diesem leben. Ich danke dir und all den himmlischen und irdischen Unterstützern für unser Leben, für unseren Weg. Und ich danke dir vom Herzen für unsere Begegnung und das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Jana. Dankeschön.